So, okay. Da wollen wir noch mal gucken. Das heißt, soweit hat jetzt alles in OBS funktioniert. Auch wenn wir echt 4 Folgen, also 2 Stunden gebraucht haben, um OBS zum Laufen zu bekommen. Wobei man jetzt natürlich schon dazu sagen muss, eine Software, die für ein Gerät eigentlich nicht optimiert ist, innerhalb von 2 Stunden zum Laufen zu bekommen, ist eigentlich schon was Gutes. Ja, normalerweise kannst du an solchen Sachen irgendwie nach einem Tag oder so hängen. Aber vor allen Dingen bei uns hat es auch relativ lange gedauert, die ganzen Sachen zu kompilieren, weil einfach der Raspberry Pi so schwach ist. Also von daher hat es uns schon relativ gut erwischt. So, das Ding können wir mal beenden. Das brauchen wir nicht mehr. Das heißt, meine Kameras kann ich auch schon mal abschalten. Hat der Raspberry Pi direkt wieder mehr Power. Ja? So. Genau. Genau, HDMI 2 ist wieder disconnected. Das passt also alles. So, und wir. Ich müsste hier eigentlich erstmal aufräumen. Mein Platz ist so. Egal. So, gucken wir mal kurz das Video an, ne? Das müsste ja sein. Quatsch, mal denn hier? Da, wie wird es Videos? Videos, 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 VP-Videos. So, OBS. Müssen ja die letzten beiden sein. Davor war ja alles eher so Piddle-Paddle. Gesagt, die Sache ist natürlich, wir hören jetzt natürlich kaum was, ganz klar. So, ich schalte mal kurz meine Kameras ab. Okay, man sieht schon, die Qualität ist natürlich echt, echt mies. Aber die Kamera von der Größe her ist gut getroffen. Oh, war da voll Schluck auf. Gut getroffen. Wobei, da hatten wir noch mit relativ hoher Bitrate aufgenommen. Ne? Ich spring kurz ein bisschen vor ins Video. Mal gucken, wo war denn das? Naja. Also das Video ist doch echt besser, als ich dachte. Also man sieht schon echt an den Kanten, es ist schon extrem ausgegrieselt. Wieder warten, wie ein bisschen Tag ist. So. Ja, doch, das Video ist schon ganz schön ausgekriselt, aber doch von der Qualität her besser als ich dachte. Unten die ganzen Zahlen im HUD, die kann man alle super gut lesen. Also ist doch eigentlich relativ gut. Meine Kamera kann man auch einigermaßen gut erkennen. Gut, meine Position ist natürlich relativ schlecht, dass ich da so schräg sitze, aber geht da jetzt auch eher erstmal nur darum, überhaupt zu gucken. So, kurz erstmal hier. Das geht schon mal nicht. Konnte man die 2 Kameras gleichzeitig bewegen? Dann halt nicht. So. So. Genau. Ja, wie gesagt, also Bild ist also tatsächlich doch echt brauchbar. Viel besser als mit dem 360p. Wie gesagt, ich werde es dann wahrscheinlich mal ein bisschen gucken, ob ich es überhaupt hochlade oder ob das jetzt hier erstmal so als Test reicht. Ich glaube, mal hochladen lohnt sich eigentlich nicht. Weil die Sache ist, entweder skaliere ich das hoch in 4K, I don't know, oder aber na, so hochladen ist Katastrophe, weil glaubt mir, das, was dann letztendlich bei YouTube rauskommt, ist noch viel schlimmer. Also da ist das schon gute Qualität. Das ist leider die traurige Wahrheit. Aber sieht wirklich gut aus. Jetzt haben wir natürlich, warte mal kurz, wir machen mal ganz kurz, ich kopiere mal kurz das Video tatsächlich auf auf USB-Stick. Haben wir hier mal irgendeinen USB-Stick, wo keine Pornos drauf sind? Nicht, dass ihr hier Sachen seht, die ihr gar nicht sehen wollt. Glaubt mir. Wir nehmen mal den hier. So, dann natürlich kommen noch USB-Ports frei hier. Aber wir haben zum Glück diesen Hub mit 10 Steckern. Let's go. So, da ist er. Ist da was drauf? Ist da Knoppix drauf? Boot Manager.
Sieht eher nach Windows aus. Was noch? Was? Ich hab Trauer im Stick. Egal, interessiert keinen. So, dann. Sind da bloß 700 Megabyte. Die schieben wir mal gekonnt auf das Stick. Ach, ich hab's einfach so direkt drauf. Mal schauen, wie lange das braucht. 2 Minuten nur. Das geht ja relativ schnell. Kann ich dich hier mal ein bisschen, beziehungsweise ich verschiebe mal noch mal die Kameras, damit ich sehe, was der Speicher da macht. So. Oh, 3,2 Megabyte geht eigentlich tatsächlich. Ist das Ding ein bisschen schneller, als ich dachte. Weil das ist so ein typischer Werbegeschenk-Stick. Ja, wobei nicht wirklich. Der ist schon von SanDisk, also schon ein guter Stick. Aber ist halt so super preiswerter Stick von SanDisk. Das war so, keine Ahnung, so ein 3 Euro Wegwerf-Stick. Von daher sieht man ja auch, wie gesagt, 8 Megabyte bis 12 Megabyte so im Durchschnitt. Ist jetzt nicht gerade das Goldene vom Ei. Und dabei ist der Stick relativ aktuell. Also für heutige Sticks ist das halt echt unterstes Niveau für eine Markenfirma. Aber wie gesagt, das sind halt so eine super billigen Wegwerfsticks. Und genau für solche Sachen reicht es halt aus. So, dann kann ich nämlich wieder meine ganze Technik nämlich wieder abbauen. Und dann können wir uns mal die Videos im Detail angucken. So. Kann ich hier aushängen? Kann ich nicht. Muss ich hier ummachen. Boah. Das ist ja geil. Vor allem hat der auch so komisches Plaste-Ding hier. So ein Plaste-USB-Stecker. Vergrößern, scharf stellen. Vergrößern, scharf stellen. Ja gut, die sieht man eh nicht. Das ist eher so rot. Und der klemmt in den USB-Buchsen immer unglaublich. Also, ja. Maß haben sie das schon mal auch nicht eingehalten. So. Deswegen bin ich nämlich immer maßlos enttäuscht. einmal herunterfahren. Den Raspberry Pi, den bauen wir jetzt mal ab. Und stattdessen bauen wir mal auf. So, das heißt, die Tastatur kann auch gleich weg. Dann schalten wir mal um auf. Erstmal kann das ja alles wieder weg. Das brauchen wir alles nicht mehr. Bup. Und wir gehen wieder auf die Kamera. So. Und jetzt bauen wir mal hier langsam ein bisschen ab. So. Capture Card brauchen wir nicht mehr. USB-Dongle brauchen wir nicht mehr. Ich dachte, das Ding ist halt unglaublich geil. Ist halt wirklich schön schwer. Das heißt, es liegt auch gut auf dem Tisch. Hat halt gute Taster. Also, echt geil, das Ding. Und wie gesagt, davon habe ich halt so eine 16-Port-Variante auf meinem Schreibtisch. Müsst ihr ja schon kennen. Und damit bin ich halt super glücklich. Also, hat mir echt schon gute Dienste erwiesen. Wie man so schön sagt. So, erstmal hier ein bisschen Kabellage vom Tisch aufräumen, ein bisschen hier. So viel Kabel, ja. So, du kommst einfach mal nach da. Ich hänge jetzt die ganzen Kabel einfach mal über meinen Bildschirm. Kann ich später wegräumen. So. Oh, Alter, schön warm. Obwohl die halt nichts macht, die NVMe SSD, ist halt trotzdem super warm. Immer diese ganze Kack-OEM-Scheiße. So, der Raspberry Pi kann ich wegpacken. Ja, komm raus. Voll Kamera-Zeption hier gerade.
Gut, so sieht man natürlich kaum was. So. Ein bisschen heller. So. Deswegen hat man immer billige Tastaturen und Mäuse rumliegen, damit man, wenn man mal hier so ein Test-Setup hat, man gleich so ein bisschen was hat, womit man ne, rumspielen kann. So. Natürlich die Kabels immer schon aufrollen. Dann hat man später weniger Probleme. Ohne mehr. So. Du bist du nicht hier? Die brauche ich gar nicht. Egal. So, was bist du hier eigentlich? Du bist. Achso, die Kamera. Ha. Meine gute Kamera. Immer diese steifen USB-Kabel, ey. So. Mal ein bisschen versuchen, Ordnung zu schaffen hier. Ja, und ich bin immer einer, ich roll die Kabel immer auf. Und zwar möglichst so, wie sie bereits in der Verpackung lagen. Man kennt ja, wenn man ein Kabel aus der Packung rausnimmt, dann haben sie halt immer diese Knicks, weil die in der Packung auch mal so aufgerollt waren. Und diese Knicks versuche ich möglichst beizubehalten. Und die Kabel sind halt so entsprechend auch so aufgerollt irgendwo hinzupacken. Damit möglichst wenig Kabelsalat entsteht. Und die Kabels auch möglichst geschont werden. Weil, wenn das Kabel immer in die gleiche Richtung geknickt wird, muss es insgesamt weniger arbeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Drahtbrüchen sinkt. Gut, bei dem Kabel muss ich eh nachher rausfädeln. Der ist jetzt erstmal egal. So. Okay. Gut. Und schon ist alles eine Katastrophe hier. Alles eine Katastrophe. Okay. Herkommen. So, dann schalten wir mal kurz um hier. Wo ist denn meine Display mittlerer Bildschirm? Jetzt haben wir hier wieder Bildschirmception. Ich gucke erst mal ganz kurz hier. Ist auf dem Bildschirm irgendwas, was ich bereuen könnte? Nö, ist er nicht. Gut. Dann mittlerer Bildschirm und die Vollbildprojektion schließen. So, jetzt sieht man hier wieder mein Desktop. Sehr gut. So, okay. Das sieht gut aus. Wir brauchen OBS. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen mein Stick. Der Stick. Oh, der heilige Stick ist da. Herr Kommissar. Oh, Alter, der Stick passt halt nirgendwo rein. So. Jetzt aber. Hallo? Boah, Alter, das knackt und knarzt hier. Ah. Einhängen und öffnen. So. Da haben wir die ganzen Videos. War das so ein... Was ist das für ein Stick, sag mal? Ah, wer weiß das schon. So. Jetzt müsstet ihr eigentlich auch im Video direkt was hören, richtig? Also. Ja. Ja, das passt. Vielleicht ein bisschen sehr laut. Ich mache mal ein bisschen sehr leise. Also so 50% oder so. Das sollte passen mit der Lautstärke ungefähr. Und jetzt können wir mal das Video richtig betrachten in die originale Auflösung, originale Qualität. Und da sieht man schon, das ist echt. Funktioniert echt gut. Also, es ist definitiv nicht das Beste.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, also es ist eine absolute Katastrophe oder sowas ist, sondern es ist schon ordentlich brauchbare Qualität für ein Raspberry Pi. Also, auf jeden Fall bei weitem besser als das letztens mit den 360p, wo wir das Video über Software direkt gecaptured haben. Ne, was ich ja hier auch beim Rechner mache, hier mache ich auch alles über Software. Mache ich auch ohne Capture Card oder so. Was halt den Vorteil hat, dass es halt wesentlich direkter ist. Ne, ist ja, wenn irgendwas im Spiel passiert, sieht man jetzt in OBS auch sofort. Da habe ich ja letztens was in American Truck Simulator? Ich glaube, ich habe es sowohl in American Truck Simulator als auch mal in meinen Test gemacht. Diesen Speed-Vergleich. Das war halt wirklich kein Unterschied mehr zwischen im Spiel und in OBS. Es ist halt direkt in OBS sichtbar. Und wenn du halt über HDMI aufnimmst, hast du halt immer diese Zeitverzögerung durch diese HDMI-Capture-Schleife. Und ja. Deswegen ist natürlich Software aufnehmen etwas, was ich persönlich definitiv präferiere. Aber hat natürlich den Nachteil, dass es natürlich das System viel stärker belastet, weil das System halt das Spiel rendern muss. Den Bildschirm, also das, was es halt sowieso macht, wenn es das Spiel anzeigt. Dann aber das Signal wieder abgreifen muss, in OBS aufbereiten muss. Dann OBS, ne? Dann halt das, was OBS dann sowieso macht, also Compositing oder wieder als Video speichern, etc. Dies, das, anders. Aber halt vor allen Dingen der größte Faktor ist halt das Abgreifen von dem Videosignal, weil darauf sind halt Grafikkarten bis heute nicht wirklich optimiert, weil man halt fürs normale Spielen sowas halt nicht braucht. Und deswegen ist es ein Feature, was für alle modernen Grafikkarten gut können, was aber bei der Entwicklung von der Grafikkarte nicht priorisiert wird. Nicht wirklich. Sondern es ist halt so wie die Hardware-Videobeschleunigung. Ist zwar da und wird weiterentwickelt, aber mehr halt auch nicht so. Aber man sieht schon, die Videos funktionieren echt gut. Jetzt können wir uns nochmal angucken hier im dunklen Bereich, wie es im dunklen war. Kann man tatsächlich fast genauso viel erkennen, wie ich erkennen konnte. Also auch nicht weniger. Das heißt, auch das ist tatsächlich machbar. Und man erkennt tatsächlich sogar relativ viele Details. Auch hier diese ganzen Kanten und so. Und auch hier die ganze Baumstruktur ist alles erhalten geblieben. Also, das ist schon extrem gut dafür, dass wir mit so relativ niedriger Bitrate aufgenommen haben. Gut, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, ein Kilobit, also ein Megabit, ist eigentlich nicht viel. Selbst für 27p ist das eigentlich schon eher unteres Niveau. Ich meine, man sieht ja auch hier überall die ganzen Komprimierungsartefakte, die man hat. Von daher. Aber hat auf jeden Fall echt gut funktioniert. Ja, gerade hier im Tunnel sieht man überall an den ganzen Kanten, sieht man auch immer schön die Komprimierungsartefakte. Aber trotzdem sind halt alle Linien an sich klar erkennbar als solche. Das heißt, man kann sich trotzdem im Spiel gut zurechtfinden, auch als Zuschauer. Ist schon doch echt gut geworden. Achso, jetzt hört ihr mich natürlich sowohl so reden als auch im Video reden. Ha, lol. Jetzt würde ich mich mit dem Metal auch gerne reden hören, aber gut. Ich würde gerne erstmal irgendwie so einen Spot haben. Ich jetzt mit überall Wald, das heißt, man ist halt in der Nacht echt aufgeschmissen. Wow. Also die Audioqualität von den Kameras ist relativ gut. Versuche einfach mal die Beine in die Hand zu nehmen. Gut, dieses nebenbei, dieses Rauschen ist da zwar wesentlich stärker, aber so. Einfach mal ein bisschen hier zu laufen. Und hoffe mal, dass wir irgendwann mal ein bisschen auf. Auf jeden Fall bei weitem besser als dieses Anknüpfmikrofon, was ich früher hatte. Das war ja von Soundqualität her oberste Katastrophe. Aber so, das geht eigentlich tatsächlich relativ gut. Das kann man schon so machen. Gut, das heißt, man hat gesehen, war ein großer Erfolg, auch wenn man erstmal gucken muss, dass man die Capture Card zum Laufen bekommt. Das war ja bei uns eher das größte Problem, dass man gucken muss, wie der Raspberry Pi mit zwei Capture Cards klarkommt. Und ich bin mir jetzt mittlerweile echt nicht mehr sicher, ob es letztes Mal
da nicht doch auch eher ein Problem von der Bandbreite war und gar nicht die Stromversorgung war. Also es ist also wirklich so, dass beim Raspberry Pi einfach die Bandbreite zu niedrig ist, weil halt alles über USB 2 geschleift wird. Das ist natürlich blöd. Jetzt frag mich aber, warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz gucken, hier bei meinem reellen PC, wie ist es denn hier? Wenn ich jetzt hier sage, LSUSB, das bringt uns natürlich gar nichts. So, weil hier sind die ganzen Kameras. Ja, die laufen auch alle über den USB 2.0 Port. Und hier habe ich jetzt aktuell auch, also jetzt gerade, mindestens zwei Kameras laufen. Und vorhin halt auch zusätzlich noch die Capture-Karte. Die HDMI-Capture-Karte. Und dennoch läuft alles in Full HD, wohlgemerkt mit 30 Bildern pro Sekunde, weil die beiden Kameras sind ja voll ausgesteuert. Und trotzdem läuft das problemlos. Das heißt, an der Bandbreite von USB 2.0 an sich scheint es nicht zu liegen, sondern eher, dass der Raspberry Pi diese erst gar nicht ausschöpfen kann. Dass der Raspberry Pi also noch weniger Bandbreite hat, warum auch immer. Das ist natürlich schon ein bisschen nicht so geil. Ja. Ja. Das natürlich sehr traurig. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese beim Video so mal online stellen sollte. Also, wenn dann, wie gesagt, überhaupt erst nur hochskaliert auf... Was mache ich hier gerade? Hochskaliert auf 4K, damit dann auch bei YouTube überhaupt noch was ankommt von der Videoqualität. Und bevor es kommt mit... Ja, kannst du auch mit 1080p hochladen? Nein, weil erstens könnt ihr es trotzdem mit 1080p abspielen. Und ich hochskalieren auf 1080p wäre dumm, weil das wäre halt keine Integer-Skalierung. Weil das wäre dann eine Skalierung von 1,5. Also, nee. Wenn, dann mache ich es auf 4K. Weil das ist nämlich genau das Dreifache von 720p. Bist du nicht am Anfang der Pipeline? Einmal mal die Schnauze halten, Junge. Was ist los mit dir? Also, schlimmste ist hier wirklich fast meine Webcam. Weil da wirklich sehr viele Details sind, die keine so harten Kanten haben. Und dadurch, wie hier wirklich sehr viel ausgewaschen aussieht. Beziehungsweise die Kamera selbst ja auch in relativ... Obwohl, nee, die liefert 720p. Siehst du, fällt mir jetzt gerade ein, eigentlich hätte die Kamera... Also, ne, dass die Capture-Karte 720p lief, klar, wohl ist ja 720p Video. Aber die Kamera, wenn wir die ja eh nur so als Overlay haben wollen, hätte die auch in einer viel niedrigeren Auflösung laufen können. Vielleicht hätten wir dazu ja noch ein bisschen mehr Performance rauskitzeln können. I don't know. Ja, aber man sieht schon, also man kann damit echt schon schicke Sachen machen. Das ist schon echt was. Oh. So, weg damit. Ist schon echt nicht schlecht, was man da mittlerweile alles machen kann. Ja. Was ist denn das hier alles? Achso, ja. So, weg. Genau. Gut, dann soll es das damit auch für heute gewesen sein. Ja, mal gucken, nächste Woche werde ich vielleicht mal, was war ich hier gerade? Ich wollte gerade Discord öffnen, aber Discord läuft gar nicht mehr, echt schon wieder. Werde ich nächste Woche wahrscheinlich entweder meinen Server wieder ganz normal weiter aufnehmen, oder aber mal einen anderen Server vorstellen, wenn ich bis dahin die Anmeldedaten bekommen habe. Wo mich mal jemand drum gebeten hat, den Server auch mal zu spielen. Könnt ihr übrigens auch machen, ne? Immer wenn ihr irgendwelche Serverwünsche habt, irgendeinen Server, wo ihr sagt, ja, Ronny, das lohnt sich zu spielen, spiel da mal. Ne? Könnt ihr mir Bescheid sagen. Vor allen Dingen, wenn es eure eigenen Server sind, dann auch gerne. Ist immer Fun. Genau. So, ja. Das, da so viel. Achso, übrigens, ne, ihr habt ja gesehen, also die Anmeldedaten zu dem Pi-Account auf meinem Vanilla-Server sind Raspberry. Das heißt, wenn will, kann jemand mit dem Account weiterspielen. Dann sollte er natürlich das Passwort ändern.
Ja, mal gucken. Ich werde den mal ab und zu mal versuchen anzumelden. Mal gucken, ob wirklich irgendwann mal jemand das Passwort geändert hat. Wäre witzig. Ja. Okay, so viel dazu. Das heißt, was ist das? Achso, komm weg. Ja, dann soll es das gewesen sein. Dazu erstmal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen für euch wieder. Für mich war es das für diese Woche erstmal. Ich würde erstmal nochmal. Ja, bringt da nichts für mich jetzt. Ist auch egal für euch. Für euch kommt die Folge sowieso morgen. Ja, ja, genau. Von daher soll es damit gewesen sein. Und dann würde ich mal sagen, war das eine sehr erfolgreiche Reise. Auch wenn die ersten vier Folgen noch nicht so danach ausgesehen haben. Bis dann.